Wir wollen den Sommer wieder ein bisschen verlängern. Darum reisen wir am 21. September nach Südfrankreich. In der Hoffnung, noch ein paar schöne, warme Tage zu erwischen. Das heißt, heute ist Kilometerfressen angesagt. Als Etappenort haben wir Épinal ausgesucht. Wir fahren zum Campingplatz Parc du Château, direkt am Schlosspark gelegen. Wir wollen uns die Beine vertreten. Épinal liegt in den Vogesen, direkt an den Ufern der Mosel, die hier Moselle heißt. Wir bummeln durch die Gassen, bis der kleine Hunger kommt. Weiter geht's. Wir ziehen über Landstraßen nach Süden. Alvar ist unser Ziel. Auf 475 Metern gelegen, verdankt Alvar Le Bain seinen Ruf der Qualität seines Thermalwassers. Es werden Kuren zur Behandlung der Atemwege angeboten. Auch Rheuma und andere Gelenkserkrankungen werden behandelt. Wir finden die Kirche Saint-Pierre aus dem 11. Jahrhundert. Ihren Glockenturm hat sie seit 1908. Interessant für uns ist die Symbiose zwischen Altehrwürdigem und der Moderne, die sich hier in den bunten Bildern ausdrückt. Wir sind an unserem zweiten Etappenziel angekommen. Das ist in Alvar, im Departement Rhône-Alpes. Das ist am Rand der Alpen, circa 40 Kilometer nordöstlich von Grenoble gelegen. Grenoble ist auch das Stichwort, denn da fahren wir jetzt gleich hin. Wenige Kilometer sind wir gefahren, als wir uns ein Spektakel am Himmel ansehen können. Gleitschirmflieger sind immer einen Stopp wert. Da werden Erinnerungen wach. Hoch über Grenoble entdecken wir die Bastille. Sie kann man mit der ältesten innerstädtischen
Seilbahn der Welt erreichen. Die Bulls genannten Bläschen bringen einen hinauf. Aber danach steht uns heute nicht der Sinn. Wir streifen durch die Innenstadt. Auffallend sind die vielen Kamine. Ob denn hier noch jede Wohnung eine eigene Heizung hat? Wir erreichen die Isère. Die bunten Häuser am Nordufer leuchten im Sonnenlicht. Aber wir bleiben am Südufer. Wie es in allen Theatern der Welt ist, so ist auch hier alles nur Illusion. Tollkühne Serpentinen wurden von den Franzosen aus dem Tal des Lac bei Pont-à-Mafre in den Fels gebaut. Aus der Luft sieht man das noch genauer. Und da fahren wir hoch. Zeugen eines Spektakels im Sommer sind noch zu sehen. Die Tour de France ist hier vor wenigen Wochen vorbeigezogen. Wir kommen zum Col du Gladon. Aber so richtig einladend ist es hier nicht. Also ziehen wir weiter und landen in einem weiteren Etappenort der Tour, in Alpe d'Huez. Es geht weiter. Ganz schön eng wird es manchmal in dieser Schlucht. Da muss man schon mal warten, bis der Gegenverkehr vorbei ist. Und es geht durch enge und schöne Dörfer. Aber wenn man so über die Landstraßen fährt, sieht man viel mehr vom Land. Ganz anders, als wenn man über die Autobahn da hinwegrauscht.
Und schöne, enge Passstraßen müssen wir bewältigen. Da zerren die 170 PS des Transit den Wohnwagen einfach über die Kuppen. Wir gelangen nach Banon, unserem geplanten Stopp, und finden auch bald eine geeignete Parzelle auf dem Campingplatz. Und weil es noch zeitig am Nachmittag ist, schauen wir uns auch das Dorf an. Das Dorf Banon lädt uns ein, durch die gepflasterten Straßen und vorbei an schönen Häusern zu schlendern. Überall herrscht die Farbe Lila vor. Eine Reminiszenz an den Lavendel. Wir entdecken die Kirche auf dem Hügel. Hoch über dem Dorf thront sie auf dem Berg. Sie ist entweiht. Heute hat hier ein Künstler sein Domizil. In der Ferne leuchtet der Mont Ventoux. Das ist das Ziel für morgen. Und dann geht es los. Ungezählte Fahrradfahrer haben das gleiche Ziel wie wir. Zählt doch der Mont Ventoux zu einem der oft angefahrenen Etappenorte der großen Tour. Und da hat so sicher mancher Amateur den Ehrgeiz, auch einmal da hochzustrampeln. Oben angekommen,
wimmelt es nur so von bunt gekleideten Radfahrern. Und wir hören viele Sprachen Europas. Wir schauen uns hier noch ein bisschen um, trinken einen Kaffee und dann geht es zurück zum Campingplatz nach Banon. Wir ziehen weiter durch die Provence und wundern uns, dass es noch blühende Lavendelfelder gibt. Eigentlich ist die Ernte im August. Vielleicht gibt es aber auch verschiedene, auch spätere Sorten. Zwischendurch legen wir immer kurze Pausen ein und kommen irgendwann nach Mistier-Saint-Marie. Mistier-Saint-Marie liegt im Parc Régional du Verdon in der Region Haute-Provence. Viele sagen, Mistier-Saint-Marie sei das schönste Dorf der Region, vielleicht der gesamten Provence. Malerisch liegt das Dorf auf einem Hügel vor einer imposanten Felsenkulisse. Es wird durch eine kleine Schlucht geteilt, über die zwei Brücken führen. Das Dorf erstreckt sich in der Breite und ist durch enge Gassen und mehrere kleine Wasserfälle gezeichnet. Der Häuserstil ist weniger mittelalterlich, eher im typischen provenzialischen Stil. Bekannt ist der Ort auch für die Herstellung des berühmten Fayence-Porzellans. Der Aufstieg der Manufakturen begann mit einer Anordnung des damaligen Sonnenkönigs Ludwig XIV. Silber- und Goldbestecke sollten eingeschmolzen werden, um die Staatskasse wieder aufzufüllen. Als Fort wurde in das vornehme Porzellan investiert. Nach einer Blütezeit von ca. 200 Jahren verloren die reichen Käufer das Interesse an diesem Porzellan. Zwischen zwei Bergspitzen über der Chapelle de Notre-Dame spannt sich eine 135 Meter lange Kette. An dieser hängt der vergoldete Stern von Moustier. Über die Geschichte dieses Sterns ranken sich mehrere Legenden. Eine davon besagt, dass der Stern vom Kreuzritter Blasac als Dank für seine unversehrte Rückkehr nach Mistier der Gottesmutter gewidmet worden war. Heute unternehmen wir einen Ausflug nach Castellón, vorbei am Lac de Sainte-Croix. Von ihm hören und sehen wir später mehr. Wir fahren durch die Verdon-Schlucht, einer imposanten Strecke, doch zudem auch später mehr. Wir kommen nach Castellón. Der Ort ist wunderschön, vor einem steil aufragenden, schroffen Felsen gelegen. Auf dem Hochplateau thront die Kirche Notre-Dame du Roc. Ein steiler Fußweg führt vom Ort hinauf. Den ersparen wir uns heute. Wir bleiben im Zentrum.
Im Ortsinneren bieten zahlreiche Platanen schattige Plätze. Bistros und Cafés laden zum Verweilen ein. Das Dorf ist touristisch gut erschlossen. In den vielen kleinen Läden finden wir Nippes in allen Variationen. Der Ort eignet sich hervorragend als Basis für Ausflüge in die nahe Verdorschlucht. Und da fahren wir jetzt wieder hin, denn Castellón ist schnell erkundet. Jetzt reihen sich viele Fotostops aneinander. Egal, wo man hinkommt, es gibt ständig etwas zu sehen. Findige Straßenbauer haben an den interessantesten Stellen Balkone gebaut. Und die laden geradezu zum Fotografieren und Filmen ein. Der trockene Sommer hat auch Südfrankreich im Griff. Der Verdon ist bald ausgetrocknet. Über den Verdon hat man eine Brücke gebaut. Mehr als 180 Meter geht es hier in die Tiefe. Und als ich zum ersten Mal hier war, konnte man noch Bungee springen. Ein Nervenkitzel. Wir fahren weiter auf der D71 und gelangen zum Ende der Schlucht. Von dieser Brücke aus beobachten wir Wassersportler. So, das Moped ist schon aus dem Auto raus. Die GoPro an ihrer Halterung angeklemmt am Motorschutzbügel. Und heute wollen wir ein weiteres Highlight dieser Tour begehen. Es geht ab in die Gorge du Verdon, in die Schlucht des Verdon. Und das ist die gleiche Strecke, die wir gestern mit dem Auto gefahren sind. Nur, dass wir heute die entgegengesetzte Runde fahren. Und wer unter meinen Zuschauern Motorrad fährt, der kann sicher verstehen, was das für einen Spaß macht. Schräglagen bis zum Herz erreichen. Eine Kurvenorgie vom Allerfeinsten. Da wird das Grinsen unter unseren Helmen immer breiter. Thank you.
Unterwegs legen wir eine Pause ein und werden Zeugen eines besonderen Schauspiels. Ein Greifvogel mit gewaltiger Flügelspanne schwebt über der Schlucht. Eine Spezies, die ausgestorben war und erst 1999 wieder eingeführt wurde. Gänsegeier sind Aasfresser. Ihre Körperlänge kann bis zu einem Meter lang sein. Die Spannweite ihrer Flügel kann mehr als 2,60 Meter betragen. Zum ersten Mal sehen wir Geier in freier Natur. Überwältigend. Wir touren weiter. Vor 32 Jahren bin ich schon einmal mit dem Motorrad diese Runde gefahren. Und es macht noch immer Spaß.